So, meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 im Forstprojekt zusammen mit den Kligi. Hallo! So, nachdem ich nur offscreen nochmal richtig ausgerastet bin. Ja, meine Ohren bluten. Ich will's gar nicht hören. So viele Schimpfwörter. Ach, wenn da noch irgendein Mod gefehlt hatte. Ja, haben wir uns jetzt folgendesmaßen dazu entschieden. Wir haben jetzt den JD verkauft, nachdem dann irgendwie gar nichts mehr ging, weil wie gesagt, sorry, das ist Abfuck. Ich will, wenn ich jetzt hier drinnen sitze, T-Klicken könnte, mich umgucken können und fahren können, ohne dass das ganze scheiß Spiel abstürzt. Und dafür haben wir jetzt einen neuen Mod mit reingenommen. Und zwar haben wir jetzt einen neuen MAN mit drin. Und zwar der MAN TGS 18480 4x4 BSL, der ist auch erst letzte Woche rausgekommen. BLS? Sag ich doch. 490k, den wir uns trotz alledem nicht leisten können. Und ja, mit 440 PS. Ich weiß nicht, haben wir. Wir hätten aber noch einen Kredit. Ja, dann nehmen wir den vielleicht, damit du dann auch noch. Du musst ja auch die Gabel kaufen und den Trailer dafür. Ja, stimmt, aber das selbst mit Kredit reicht es aber nicht. Hä? Hm. Nicht, wie viel haben wir jetzt Geld? Es fehlen uns noch 6k. Mit Kredit? Mit Kredit habe ich jetzt aufgenommen, 186.000, wir sind erschöpft. Hm. Hm. Jetzt verkaufst du halt den Langholztrailer noch. Um uns halt später den anderen wieder, der für den Sattelzug dann gedacht ist. Das wäre mal eine richtig coole Sache. Fahr mal den Langholztrailer mit deinem Dings da. Kommst du da ran? Der überhaupt dran? Tatsächlich? Da stirbt doch ein Berg hoch. Wenn er voll beladen ist, glaube ich schon, ja. Sieht schön aus. Das sah auch schön aus. Warum tust du das genau dorthin? Ach nee, du hängst nur fest, oder? Hm. Ach komm, ich. Nee, komm. Ich habe jetzt keinen Bock mehr jetzt am Freitag, das ist. Er haut jetzt aber nicht mehr auf die Palette drauf. Ja, da fängt eine neue an. Nee, macht er nicht. Warum kann ich diese Gabel nicht greifen? Ungeahnte Kollision. Nee, das kann ich so nicht wegnehmen, was ein bisschen blöd ist. Wo man das sieht, hier sieht man es Brennstoff, Holzstämme. Produkte, Hackschnitzel. Bretterpaletten 0,0%. Weil jene Palette jetzt zu schräg liegt wahrscheinlich. So, ja, fängt eine neue Palette an, deswegen weg mit der. Das funktioniert ja sowieso nur alle 5 Minuten. Okay. Aus Performancegründen. Achso, okay. Also freue ich mich echt, fährt er jetzt den Berg hoch mit der Hälfte der Geschwindigkeit, weil das vom Spiel so eingestellt ist, oder fährt er jetzt echt die Hälfte seiner Geschwindigkeit, weil ich vorne die scheiß Palettenkabel dran habe. Also manchmal ist das Spiel so einfach nur lächerlich. Ey.
Bitte schön, Palettengabel. Dann nehmen die drüben gleich weg. Achso. Wenn du sie schon jemand dran hast. Wie so stylisch hingelegt ist. Möchten wir ja noch mal ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns wirklich alles leisten können. Ich stehe mal noch um, was fix zum Verkauf. Hält wirklich, was er verspricht. Guckst du? Halt's fest, also. Mit Tätsch. X. Ja, ich kann's mit X festhalten. Sieht zwar wohl unreal aus. Aber da hat noch keine neue gefangen, oder? Das dauert ja was. Ich sag alle 5 Minuten. Jetzt, blub. Ich hab's aus mir hingestellt. So, dann kaufen wir uns den neuen MAN. Man sieht aber nicht. Welche Farbe hätten wir denn gern, bevor wir uns jetzt darüber wieder aufregen? Ich weiß nicht, was. Wir haben jetzt hier einen gelben. Ratenkreuz grün, nimmst du mal was Blaues. Blaue? Wir hatten einen grünen John Deere, wir haben jetzt einen gelben LKW. Blauen MAN kennen wir aber auch schon aus Economy. Was? Haben wir auch schon einen blauen LKW im Economy? Geht mich doch nichts an. Doch, du spielst mit. Achso, spiel das Spiel mit. Na, ein bisschen was extra, aber dann sieht er wieder zu verhauen aus. Das ist, ja. So ein schönes Weiß. Weiß im Wald fällt gar nicht auf. Nee. Überhaupt nicht schnell dreckig. So ein richtiges, mal so ein bisschen grün, so eine Grünmischmasch. Wenn der mal Standardfarbe ist rot. Bin ich jetzt nicht so toll. Nee, deswegen sag ich ja. Also immer von den 5 Grünformen oder was? Ja, machst du das mal, nimmst du Chicorin Grün. Weil das ja auch da steht. Nee, aber nicht, du weißt ja, wie Chicorin Grün aussieht. Nein. Ähnlich wie BMW Grün. Also, das BMW ist schwarz. Hä? Alle BMW, die ich bis jetzt gesehen habe, waren schwarz. Und aha. Was? Ja, sorry, man kann sich ja die BMW, ich weiß, man kann BMW sich in sämtlichen Farben kaufen, ja. Aber. Du siehst halt genau nur die Schwarzen und die Weißen, oder was? Richtig. Also ohne Scheiß, ich habe bis jetzt, von BMWs, was ich bis jetzt gesehen habe, schwarz oder weiß. Tut mir leid. Wir haben jetzt aber so einen guten. An dem X5 zum Beispiel, so ein richtig geiles Blau, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Übrigens mit Atomic Blue oder so, das ist immer richtig die krasse Farbe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde mir persönlich auch bloß ein Audi in Schwarz oder in Weiß zulegen. Oder eher gesagt nur in Schwarz, weil, ne? Aber die sind echt, also ich muss sagen, gerade die Farbe, die sie da haben. Haben sie selber gesagt, der JP zum Beispiel hat das auf seinen draufgeknallt. Der hat gesagt, egal ob du da Fotos davon machst oder Video davon drehst, die Farbe kommt nie so rüber, wie sie in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit dunkler. Das kriegt aber wahrscheinlich, kriegt das der Fotoapparat nie hin oder die Kamera. Also egal mit was du das aufnimmst. Geht nicht. Aber richtig cool, das ist wie so Türkis. Aber sieht richtig geil aus. Muss man echt sagen. Zufrieden? Zufrieden mit Rüben? Ja, ne, das ist ja das Grün, was wir auch im Dings hatten, vorher am Forst. Bei dem alten, immerhin. So, wo ist der Trailer dazu? So, nichts. Warum? Ich weiß nicht.
3 Stämme, die werden nicht reichen, oder? Aber viele Funktionen hat er nicht, muss ich ehrlich gesagt auszugeben. Das soll ja auch nur Form. Und geil aussehen. Ja, zum Beispiel den Scania, den wir in der Two Rivers hatten, das Ding war schon geil. Was konnte denn der? Flutlicht, tausende Blitzer, Schiffshupe. Ja gut, die Schiffshupe. Die war echt cool. Ja, ihn nehme ich noch mit. Funktioniert zwar nie und nimmer, aber ne, gut. Was? Das ist gleich so. Das ist lang geworden, oder? Oh, das ist lang geworden. Shit. Aber wo die Collie stehen bleibt, fahre ich mich manchmal 3 Meter über dem Fahrhaus. Muss das sein? Braucht's das? Das kann ich dir nicht sagen. Ach, da müssen wir das Ding wieder mal rausholen. Was ist denn hier? Ist sie ruhig? Alter Schwede, da passt aber auch kein Sackhaar mehr dazwischen. Ja, so muss es ja auch sein. Das soll ja auch richtig festgehalten werden. Ich finde, das sieht cool aus, die Reifen. Die Reifen sind ein bisschen speziell, ja. Sieht richtig gut aus. Schön, wie sie aufklappt, oder? Mhm. Das ist eine Ladungssicherung. Nee, oh, der hätte jetzt mal eine Farbe kriegen können, ne? Das ist jetzt hier so ein bisschen. Das konnte ich nicht aussuchen. Nee, aber wenig halt, ne? So einfach so, ne? Schwarz. Aber ich dachte, du hattest kein Geld, um alles zu kaufen. Doch, ich hab ja. Digga, ich sollte doch den Dings verkaufen. Ach so, ha, stimmt. Aber jetzt ja, haben wir auch keine Kohle mehr, jetzt haben wir noch 30k. Nö, ist ja immer noch was. Dann kann ich das Zeug ja auch hier reinschmeißen. Da kriegen wir jetzt aber keine Kohle dafür, richtig? Nee, du kriegst nur dann für das Hackschnitzel Kohle und für die Bretter. Oder? Kannst du mal gucken? Ich gucke. Nee. Dann funktioniert es so, wie es funktionieren soll. Bei den Brettern, soll jetzt gerade in Dienstag nochmal gesagt, für diese Frage stellen, ja, wo wollt ihr mit den Brettern hin? Das muss klicke noch auf die Karte einbauen. Nee, das müsste hier da sein. Kannst du gleich mal probieren. Komm mal zum Tier, es ist ja vorne gleich zum Wolleverkauf. Da müsstest du es loskriegen. Ja, das ist eine Spinnerei. Hey, da kann man doch Wolle verkaufen, keine Paletten. Junge, fahr doch mal hin da. Ja. Die werden mich gleich wieder blöde anmutzen. Wolle, Holz, alles Latte. Kennst du den Unterschied? Warte, ich zeichne dir was auf.
Du bist erstmal eine Lehrstunde dort. Ja. Warum nimmt er das jetzt hier nicht raus aus dem Teil? Wurden der Wolle verkauft? Ach scheiße, da war der gleich hier oben, oder? Ja, na klar, du bist, hat er gesagt, ist er hier vorne gleich. Ist schon wieder ausgeheizt, hä? Ich hab den Standard, ich hab den Standardwege. Mensch, Gusch. Gusch. Ich weiß nicht, ob das nur klappt mit einfach nur drüber fahren, das weiß ich nicht. Oder ob du das richtig ausladen musst. Aber ich denke mal, da die ja attached sind, musst du hat die abladen. Hat funktioniert. Hat funktioniert, ja. Weißt du? Ich verstehe es zwar in dem Sinne nicht, aber egal. Ja, doch. Was verstehst du da jetzt nicht? Ist ein Wolleverkauf. Richtig. Oder wurde der und schon umgemodelt? Wo drauf sind denn die Wolldinger immer? Ja, auf Paletten, das ist richtig, aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass das ja eine neue Dings hinzugefügt wurde. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da jetzt irgendwie unten ein Symbol war, so eine Fruchtart, Fruchtplane oder sonst was, keine Ahnung. Weil was ist, wenn wir jetzt Wolle machen, die kommen dann ja auf Paletten raus. Ha. Naja, das muss ja dann irgendwie eine andere ID sein, oder? Ich weiß ja nicht, wie der, ich weiß ja nicht, auf was der verkauft. Einfach diese Paletten in dieselbe ID gibt wie die Wolle. Wenn das so funktioniert, weiß ich ja nicht. Ich dachte immer, das muss alles schön, ne, nacheinander und fertig. Aber wenn das so einfach ist, alles klar, wieder was gelernt. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme Bube, du nimmst Ass. Und wir sehen uns dann dementsprechend nächste Woche wieder, denn die Folge ist vorbei, die Woche ist vorbei. Hat ja mehr oder weniger noch alles geklappt, so können wir uns nächste Woche ohne Probleme hier durchstarten. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.